unser neues Ferienhaus. Unser neues Ferienhaus wurde zu meinem Zufluchtspunkt. Eigentlich wollte ich es mit Violett beziehen und schließlich mit ihr hier alt werden. Nun komme ich hierher, um meinem Umfeld zu entfliehen und meine Gedanken zu sammeln. Der Tod kam zu plötzlich. Und immer noch weiß ich nicht genau, was passiert ist. Alles, was ich hörte, waren die Schreie Violetts, und alles, was ich sah, war eine kurze Bewegung im dunklen Dickicht, als ich bei ihr angekommen war. Sie lag auf dem Waldboden in meinen Armen und keuchte ihre letzten Atemzüge, mit denen sie Worte stammelte wie: »Jetzt verstehe ich, es hätte nicht sein müssen.« Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals solche Schmerzen gefühlt, so sehr geweint zu haben. Alles in mir verkrampfte, als ich Violetts Leichnam in meinen Händen hielt. Ich sah ihre Wunden und erinnerte mich an die Bewegung im Dickicht. Der Trauer folgte Wut, und ich rannte zu der Stelle, an der ich die Bewegung ausmachte. Aber es war weit und breit nichts zu sehen. Noch in derselben Nacht schwärmte die Polizei aus, um irgendetwas zu finden, aber es blieb ohne Erfolg. Ein paar Tage später verließ ich unser Ferienhaus im Wald, das wir verkauften, um ein neues Ferienhaus zu beziehen, welches wir zuvor noch gemeinsam aussuchten. 4 Wochen später stehe ich nun vor diesem Haus auf der Klippe, welches immer unser neues Ferienhaus sein wird. Hier gibt es keinen Wald, keine Verstecke, nur ein großes, leeres Grundstück und dahinter ringsherum nur sehr tiefe Schluchten. Wir planten, einen Garten anzupflanzen und eine Mauer zu bauen, damit unser Kind nicht die Schluchten hinunterfallen kann. Dieses Kind wird es nicht geben. Auch der Garten soll nie entstehen. Das Grundstück soll leer und überschaubar sein. Leer und überschaubar. Wie mein Herz. Die Nacht bricht herein. Draußen wird es dunkel. Ich lege mich in mein schönes, warmes Bett, schalte das Licht aus und weine mich in den Schlaf. In den Schlaf. Ich schrecke hoch und mache reflexartig die Nachttischlampe an. Was war das? Was war das für ein fürchterlicher Schrei? Er kam von draußen. Schnell blicke ich aus dem Fenster, kann aber nichts erkennen. Oder? Nein. Doch nicht. Ich renne zur Eingangstür, lasse hier das Licht aus, um besser sehen zu können. Ich öffne die Tür und sehe, wie der Mond ein schwaches Licht ins Dunkel der Umgebung bringt. Stille. Ich halte meinen Atem an und höre in die Stille hinein. Was war das nur für ein Schrei? Und wer verirrt sich nur in solch eine verlassene Umgebung, fernab jeglicher Zivilisation? Immer noch Stille. Oder? Was war das für ein Geräusch? Es klingt wie, ja, Schritte. Tap, tap, Schritte. Sie kommen näher, immer näher. Dort im Dunkeln kommt jemand oder etwas auf mich zu. Da, eine Gestalt. Umrisse einer Gestalt werden erkennbar. Ich gehe einen Schritt zurück, sodass ich die Tür zuziehen kann. Da rast die Gestalt plötzlich auf mich los. Schnell ziehe ich die Tür zu, keine Sekunde zu spät. Ein heftiger Aufprall lässt die Tür erbeben. Ein Einbrecher schießt es mir durch den Kopf. Warum auch nicht? Hier draußen hört mich niemand schreien. Wer mir hier etwas antut, kann in aller Seelenruhe mein Hab und Gut plündern. Allerdings konnte ich keinen Lieferwagen oder ähnliches hören. Und warum dieser Schrei? Etwas flog durch das Fenster. In völliger Panik renne ich in die Küche und schnappe mir das größte Messer, das ich finden kann. Jemand ist im Haus. Und ich höre ihn in meine Richtung laufen. Der Hinterausgang. Schnell renne ich zum Hinterausgang hinaus in die Dunkelheit. Hier kann er mich nicht finden, wenn ich mich ruhig verhalte. Es sei denn,
Und darüber denke ich erst jetzt nach. Er hat eine Taschenlampe. Dann wäre ich ihm hier hilflos ausgeliefert. Ich nehme mein Herz in die Hand und laufe so weit wie möglich weg, in der Hoffnung, niemand hat bemerkt, dass ich nicht mehr im Haus bin. Wo soll ich nur hin? Erstmal so weit weg wie... Ah! Was ist das? Oh, das war knapp. Ich erblicke im Mondlicht vor mir im Boden eine tiefe Grube. Fast wäre ich da hineingefallen. Die Grube scheint ungefähr 3 bis 4 Meter tief zu sein. Merkwürdig. Auf dem Boden schimmert sie leicht bläulich, als ob ein bläulicher Nebel den Boden der Grube bedeckt. Das muss irgendeine optische Täuschung sein oder mit dem Mondlicht zusammenhängen, das sich auf dem Boden der Grube widerspiegelt. Schritte. Schritte, die auf mich zulaufen. Der Einbrecher muss meinen Schrei gehört haben. Ich reagiere schnell. Die Grube hat ungefähr nur einen Durchmesser von 2 Metern, also renne ich schnell herum. Vielleicht kann ich den Einbrecher überlisten. Wenn er es auf mich abgesehen hat, wird er vermutlich in die Grube fallen. Das Problem ist nur, hinter der Grube ist nur etwa 1 Meter Platz. Dahinter ist Abgrund. Tiefer Abgrund. Der Rand in eine tiefe Schlucht, in die ich nun hinunterschaue. Die Schritte werden lauter. Ich drehe mich um, doch es war zu spät. Die Gestalt muss um die Grube herumgelaufen sein und greift mich an. Ich reagiere schnell und ramme dem Angreifer das Messer in den Bauch. Gleichzeitig spüre ich ebenfalls eine scharfe Klinge an meinem Hals. Der Einbrecher steht erstarrt da, scheint mich anzusehen. In dem fahlen Mondlicht kann ich nur seine Umrisse erkennen. Mein Hals brennt. Ich fühle eine Schnittwunde. Der Mann vor mir keucht leicht, kann sich kaum bewegen, hat aber anscheinend noch die Kraft zu stehen. Wer sind Sie?", frage ich. Er schwankt in meine Richtung, seine Hand vorgestreckt. Er will mich würgen. Wieder reagiere ich schnell und greife ebenfalls an, um den Eindringling die Schlucht hinunterzustoßen. Sein Versuch, sich an mir festzuhalten, scheitert. Ich reiße mich von ihm los und er fällt nach hinten in die Schlucht. Allerdings stolpere ich dabei nach hinten und falle ebenfalls hinein in die Grube. So hart der Aufprall auch war, habe ich nicht das Gefühl, dass ich besinnungslos war. Aber der Schmerz ist unerträglich. Der Boden ist uneben und der Nebel über ihm scheint tatsächlich blau zu leuchten. Ich habe das Gefühl, dass sich die Wände der Grube einmal um 360 Grad drehen. Mir scheint, als ob ich nun einer Bewusstlosigkeit nahe bin. Also stemme ich mich lieber schnell, leicht benommen hoch und merke sofort einen höllischen Schmerz in meinem Oberleib. Ich muss mir durch den Sturz eine Rippe gebrochen haben. Der Schmerz ist nicht auszuhalten und ich schreie laut auf. Ich muss hier raus, bevor ich in Ohnmacht falle. Muss zum Haus, jemanden um Hilfe anrufen. Zum Glück ist die Wand an der einen Seite der Grube nicht sehr steil und ich kann unter den gegebenen Umständen fast mühelos hinausstraucheln. Ich taste mit der Hand an meinen Hals. Die Schnittwunde ist tiefer, als ich dachte. Oben angekommen erstarre ich. Denn mein Blick fällt als erstes auf unser neues Ferienhaus. In meinem Schlafzimmer brennt noch das Licht und im Fenster erkenne ich eindeutig eine Gestalt. Verdammt, sie waren zu zweit. Schnell schaue ich zurück in die Grube, dann an den Rand der Grube. Da ist es. Im Mondlicht blitzt die Klinge des Messers. Ich habe keine Ahnung, ob es meines ist oder das des in die Schlucht gefallenen Einbrechers, aber es ist mir auch egal. Voller Schmerzen im Oberleib und im Hals hebe ich die Klinge auf. Mein Blut kocht, Adrenalin steigt auf. Jetzt bin ich sauer. Den mache ich fertig. Wenn ich Glück habe, ist es nur noch einer. Alles ist mir egal. Und wenn ich dabei draufgehe, die sollen büßen. Mit voller Wut in meinem Kopf gehe ich auf unser Ferienhaus zu. Ich muss an Violet denken. Sind das ihre Mörder? Sind sie nun hier, um auch mich zu töten? Da. Steht da nicht jemand in der Haustür? Es ist so dunkel. Doch, eine Gestalt steht in meiner Haustür. In unserer Haustür. Die Wut in meinem Kopf wächst bis ins Unermessliche.
Ich renne los. Der Einbrecher knallt die Tür zu und ich dagegen. Aber so eine Tür kann mich nicht aufhalten. Ich verschwende gar nicht erst die Zeit damit, das kaputte Fenster zu suchen, was der erste Einbrecher eingeschlagen hat, schnappe mir den Schaukelstuhl auf der Veranda und werfe ihn voller Wut durch ein heiles Fenster. Ich stehe im Wohnzimmer und lausche. Da. Ein Geräusch aus der Küche. Mein Gesicht, so spüre ich, verkrampft zu einer bösartigen Fratze, und ich mache mich schnurstracks auf dem Weg zur Küche. Die Tür stoße ich mit einem lauten Knall auf. Niemand hier. Der Einbrecher muss durch die Hintertür nach draußen gelaufen sein. Schnaubend schaue ich hinaus. Er ist nicht hier geblieben, um mich anzugreifen. Der Feigling ist weggelaufen. Aber er soll nicht weit kommen. Da höre ich einen kurzen Aufschrei. Er muss die Grube entdeckt haben. Tatsächlich ist er in genau die Richtung gelaufen, in der ich seinen Kumpan den Abhang hinunterstieß. Meine Schmerzen sind kaum auszuhalten. Nur noch mein Adrenalin bewahrt mich vor einer Ohnmacht. Aber den krieg ich noch. Er wird seinen Kompagnon in die Schlucht folgen. Erst langsam, dann immer schneller laufe ich auf ihn zu. Ich kann ihn sehen. Er steht hinter der Grube. Ich laufe um sie herum, um den Eindringling mit letzter Kraft und meinem Messer die Kehle durchzuschneiden. Plötzlich dreht er sich um. Ich schaffe es zwar noch, ihn mit meinem Messer zu verletzen, doch auch ich spüre zusätzlichen Schmerz und erstarre. Ich schaue an mir herunter, spüre, wie Blut meinen Körper verlässt. In der Hand des Ganoven blitzt eine Klinge. Wer sind Sie? Fragt er. Mit meiner Stimme. Das ist meine Stimme. Und ich begreife. Ich stehe mir selbst gegenüber. Ich bin das. Der blaue Nebel in der Grube, die Wände, die sich drehten. Das gibt es doch gar nicht. Meine Umgebung fängt an, schwarz zu werden. Ich möchte alles erklären, alles aufdecken, doch mir fehlt die Kraft. Die Ohnmacht ist nun kaum mehr aufzuhalten. Ich merke nur noch, wie ich leicht nach vorne kippe und versuche, mich reflexartig an meinem Gegenüber festzuhalten. Aber er erkennt mich nicht und schubst mich hinunter in die Schlucht. Ich falle. Was war ich nur für ein Idiot? Durch die verdammte Wut hatte ich den klaren Gedanken verloren. Dabei hätte ich doch nur nachdenken müssen, die Situation beobachten, bevor ich handle. Jetzt fällt es mir auch ein. Das Fenster, welches der Einbrecher einwarf, hätte ich gar nicht finden können. Es war nicht kaputt. Es war dasselbe Fenster, welches ich einwarf. Warum fiel es mir nicht auf? Warum nicht? Ich war anscheinend so wütend, dass mir so etwas Offensichtliches nicht auffiel. Es ist kaum zu begreifen. Aber ich war es, der mich selbst angriff, und ich war es, der mich am Ende selbst...